Wir sind heute beim Windows Intune Event der SaaS-Distribution im Allianzstadion in München. An meiner Seite Herr Wolfgang Brehm von Microsoft. Herr Brehm, welche Aufgabe haben Sie bei Microsoft? Ja, ich bin Direktor Mittelstand, Distribution und DMR oder auch Reseller und habe die Aufgabe, letztendlich unsere 2,4 Millionen Mittelständler hier in Deutschland mit unseren Angeboten, die wir on-premise haben, das klassische Geschäft, als auch unsere Angebote, die wir aus der Cloud haben, zu bedienen. Jetzt haben wir Windows Intune kennengelernt. Mit Windows Intune kommt ja auch eines Ihrer Produkte auf den Markt, nämlich Windows 7 Enterprise. Das heißt, es wird mit Windows Intune zu mieten sein. Das ist ja ein großer Schritt, den Microsoft da macht. Das ist in der Tat ein großer Schritt. Aber wir sehen mit dieser Möglichkeit gerade, dass der Kunde, der heute XP hat oder vielleicht sogar auch über ein vorinstalliertes Professional Edition hier mit dem Thema Intune die Möglichkeit und die ganz einfache Möglichkeit hat, gerade Funktionalität, Enterprise-Funktionalität wie den BitLocker oder auch Direct Access, das heißt direkt, wenn Sie im Internet sind, dann auch an Ihr Unternehmen angebunden zu sein, diese Möglichkeit eben hat. Und das ist ein riesen Vorteil, den der Kunde eben hat, wenn er in Richtung Intune geht. Sie sprachen in Ihrem Vortrag vorhin von einem Paradigmenwechsel, den Microsoft vollzogen hat. Also vorher Software verkauft im Sinne von Boxprodukten oder vorinstalliert, jetzt eben aus der Cloud. Warum hat sich Microsoft dazu entschlossen? Ich glaube, und das ist das, was der Markt auch will und auch zeigt, ist, dass das Thema Cloud extreme Vorteile auf der Kundenseite hat. Ich nehme immer als Beispiel das Beispiel aus der Automobilbranche, wo wir eben früher Autos firmenwegen gekauft haben und heute das kein Mensch mehr tut, sondern heute firmenwegen in der Regel geleast werden. Und das hat eben viele Vorteile. Sie stellen jedem Mitarbeiter ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Der Mitarbeiter kann sich flexibel sein Produkt auswählen, kann auch, wenn er ein bisschen mehr haben will, auch mehr privat aus der Schatulle nehmen. Und das Ganze wird monatlich abgerechnet und ist planbar dadurch und natürlich auch ein Riesenvorteil. Die Mitarbeiter bekommen nach einer bestimmten Kilometerfahrleistung oder nach einer bestimmten Zeit einen neuen Wagen mit neuen Technologien, mit neuen Funktionalitäten. Und so ist das letztendlich bei der Software auch. Denn der Benutzer bezahlt monatlich. Es ist klar zuzuordnen zu den einzelnen Abteilungen. Es ist sehr gut planbar. Sie können sehr einfach nach oben und nach unten gehen und Sie haben automatisch die Wartung mit dabei. Das heißt, die neuen Versionen sind automatisch mit dabei. Sie müssen auch nicht deployed werden. Also wenn Sie heute eine Version, einen Server installieren oder auch auf dem Client unterwegs sind, müssen Sie immer mit zusätzlichen Kosten letztendlich planen und auch durchführen. Sehr aufwendig, wir nennen das Deployment, dann letztendlich immer auf die neue Version zu kommen und die neuen Funktionalitäten zu nutzen. All das machen wir bei uns im Rechenzentrum und stellen es automatisiert eben dem Kunden zur Verfügung. Ich habe mal eine Zahl gehört auf der WPC letztes Jahr, dass Microsoft 95% seines Umsatzes über Partner realisiert. Beim Cloud Computing hätte Microsoft ja jetzt die Möglichkeit, auch direkt an den Markt zu gehen. Sie haben sich aber entschieden, das mit dem Partner und mit der Distribution zu machen. Wo so sehen Sie die Rolle? Also wir sind als führender Softwarehersteller generell, wie Sie schon gesagt haben, ein sehr indirektes Unternehmen. Und wir sind auch ein Anbieter, der letztendlich in der Breite letztendlich Lösungen für diese 2,4 Millionen Mittelständler anbietet. Für uns als Unternehmen, und wir haben in Deutschland ca. 2.500 Mitarbeiter, ist es extrem wichtig, dass wir unsere Partner, und wir haben 30.000 in Deutschland alleine, hier mit auf die Reise nehmen. Denn wir können letztendlich und wir wollen es auch gar nicht, letztendlich dieses Geschäft hier direkt zu machen. Sondern unsere Strategie ist ganz klar, unsere etablierten Partner wie die Distribution, wie unsere Fachhändler, unsere Systemintegratoren, unsere Reseller, unsere ISVs hier mit auf die Reise zu nehmen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen auch hier und heute eine Veranstaltung mit einem Distributor und mit ganz, ganz vielen Fachhändlern, um letztendlich das Thema Cloud Computing vorzustellen und ganz speziell natürlich über unser neuestes Baby, unser neuestes Produkt, unser neuestes Angebot Intune zu sprechen. Sie haben, glaube ich, knapp 30.000 Partner in Deutschland. Wie viele Partner haben Sie im Moment, die Cloud vorantreiben und was wäre Ihre Zielsetzung, also Ihr Wunsch für bis Ende des Jahres? Also wir haben, wenn man mal unser jetziges Angebot
nimmt, was im Schwerpunkt ja seit 2 Jahren auf dem Markt ist. Das ist unser BPOS-Angebot, was jetzt in Kürze auch ersetzt werden wird durch unser Office 365-Angebot. Und da sprechen wir von 350 aktiven Partnern. Und mit aktiven Partnern zählen wir hier Partner, die wirklich ein BPOS-Angebot bis heute, also in den letzten 2 Jahren, mindestens einmal an einen Endkunden verkauft haben. Die Zielsetzung ist natürlich dadurch, dass wir mittlerweile ja CRM Online vor einigen Wochen an den Start gebracht haben, jetzt Intune und Office 365 sozusagen in den Startlöchern steht, ist sicherlich hier die Zahl deutlich zu erhöhen, also mit dem richtigen Faktor dahinter, also mit Sicherheit Faktor 6, Faktor 8. Also wir sprechen hier schon über einen Zeitraum von 12 Monaten, sicherlich von einigen tausend aktiven Partnern, die wir hier sehen wollen. Herr Brehm, ich weiß, Sie sind ja knapp in der Zeit. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Gern geschehen. Und noch ein Punkt an die lieben Partner. Steigen Sie ein in die Wolke, gehen Sie rein, machen Sie sich schlau, was die Angebote sind. Denn das Businessmodell ändert sich, das Paradigmenwechsel zeigt sich ab. Und das Ganze ist auch eine Lernkurve. Ja, es wird nicht sein, dass der Kunde als auch der Partner plötzlich einen Hebel umlenkt. Steigen Sie ein, machen Sie Erfahrung und ich glaube, dann sind Sie auch vorne mit dabei und werden auch weiterhin zukünftig gutes Geschäft machen. Ein guter Einstiegspunkt ist die SaaS-Distribution. Auf alle Fälle. Und Dankeschön für das Interview. Ja, gern geschehen.